Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben die Folge 100 geschafft, nicht? War letztes Mal, soweit ich weiß, und da haben wir doch einiges gebaut. War ja etwas schneller. Ich glaube, ich habe dann im Endeffekt doch nur die vierfache Geschwindigkeit genommen. Hui. Auf jeden Fall sind wir ein gutes Stück vorangekommen und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen will. So wie immer halt, ne? Ich habe noch eine Goldhose von dem Zombie da unten, die packe ich mal weg zu den Rüstungen, da. Ja, da sind Goldsachen. Mensch, bald brauche ich nur noch Schuhe, da habe ich die auch gefunden. Da habe ich eine Rüstung komplett so rum. Den Diamantschuhe habe ich immer noch. Schuhe habe ich jetzt gar nicht mehr. Ha! Vorerst. 20 Diamanten. Will ich? Nein, ich will doch jetzt nicht schon wieder, oder? Würde für eine komplette Rüstung reichen? Ich weiß nicht, sollte ich? Ich gucke erstmal nochmal in den Ofen. Da ist nichts. Genau. Hat das. Genau. Ich nehme einfach mal die Öfen mit. Weil, ich habe ja, wie gesagt, habt ihr auch wahrscheinlich gesehen. In der letzten Folge habe ich ja im Haus weitergebaut. Und das eine Zimmer da wird die Küche. Das heißt, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Brauche ich noch das da? Nein, da drin. Genau. Da wird dann die Küche hinkommen. Da auf der anderen Seite, warte, da sind wir gleich. Das werdet ihr gleich sehen. Und, ja. Dann werden wir mal gucken. Ne? Sprinte. So. Also das Haus sieht noch lange nicht ansatzweise fertig aus, aber ich glaube, ist irgendwie verständlich, ne? Ich muss nur noch gucken, wie ich hier das hier mache. Meine Mine einfach nur zuschütte oder so, weiß ich nicht. Also nochmal zur kurzen Erklärung. Ach ja, genau, ich habe jetzt auch endlich mal die Bilder geändert. Habe jetzt erstmal die Bilder aus dem Swags Pack genommen, weil ich die ganz schick fand. Was habe ich auch immer noch nicht geändert, aber das ist erstmal egal. Also das hier wird so der Essenssaal quasi. Ich weiß noch nicht, wie weit ich den führe. Da hinten kommt vielleicht noch irgendwo ein Kamin hin. Mal gucken. Hier kann man halt das Licht an- und ausschalten. Da wollte ich ja erst so eine mehr oder weniger kompliziertere Schaltung auf jeden Fall probieren, wie ich das bei der, wie ich beim Geheimgang schon habe da hinten, dass man das per Knopfdruck machen kann. Aber ich habe es dann doch lieber so gelassen. Und hier haben wir die Küche. So, da müssen wir mal gucken. Ich will nämlich so ein hier in der Mitte so eine Ofenzeile haben quasi. Muss ich mal gucken, wie viele Öfen habe ich denn? Ich habe 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bräuchte ich 10, ne? Oder ich mache das anders. Ich bin gerade noch stark am Überlegen. Muss ich auch noch gucken, wie ich das mit dem Teppich an sich mache. Oder ob ich in der Küche allgemein keinen Teppich haben sollte. Wäre wahrscheinlich sogar besser. Sondern quasi hier so zentral die Öfen hat. Was, wenn ich hier noch einen hinmache? Nee, warte mal, das muss anders hier alles. So, jetzt können wir die öffnen. Machen wir mal so. Ich weiß, das in der Mitte hätte ich jetzt nicht unbedingt machen sollen müssen mit den Dingern, aber ich hab's nun mal, ne? So. Dann kann man hier so eine Herdstelle quasi haben. Das heißt, die Küche geht noch mindestens bis hier. Wenn, also ich, entweder muss ich hier die Wand setzen oder da, ne? Weil wegen den Fenstern. Sag ich mal, sie geht bis hier. Wird jetzt zwar relativ groß, die Küche, aber naja, ist ja auch ein großes Häuschen. Oh, soll meins werden. Also buddeln wir erstmal hier fröhlich die Erde weg, so wie das halt Standard ist und so, ne? Weißt du Bescheid. Ja. Ach ja, und übrigens, wie gesagt, ich habe jetzt ja... Warte mal, heute haben wir... Dienstag haben wir heute, genau. Ich habe gestern meine letzte Prüfung geschrieben. Das heißt, ich habe jetzt endlich mal wieder richtig Zeit. Ich hoffe, jetzt werden die Videos auch wirklich wieder geregelt kommen. Das... Na gut, also dass jetzt halt in letzter Zeit diese unregelmäßig kam, lag einerseits daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte und andererseits halt auch allgemein an meinem Internet-Upload, Geschwindigkeitenmuch und so.
Es dauert immer seine Zeit. Ich werde versuchen, jeden Tag die Videos rauszubringen. Ich werde vielleicht auch langsam mal eine Facebook-Seite einrichten, dass er auch immer benachrichtigen kann. Oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Auf jeden Fall... ja. Warte mal, mach mal ab hier. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, ich habe jetzt wieder Zeit genommen. Bei Prüfungen und so, und naja. Ach ja, da habe ich erstmal bis zum 10. Juni vorerst nichts Großes zu tun. Ich meine, irgendwann haben wir noch, also habe ich noch Konsultation für die mündliche Prüfung, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen hin sein. Ansonsten halt kriegen wir am 10. Juni unsere Ergebnisse bekannt gegeben. Dann weiß ich, was ich für ein mega Fehler-Abi habe. Wenn ich einmal bestanden habe, sollte ich schon, das sollte nicht so das Problem gewesen sein. Naja, so ist das halt, so ist das halt. Ach ja, und mir ist auch, ich sag ziemlich oft, ach ja, so um Überleitung zu machen, das fällt mir auch nämlich auf, gerade eben. Ich habe aus Versehen beim 100er Spezialvideo, fangen wir damit an, eigentlich kann ich Kohle auch in den Ofen packen, habe ich leider die Lautstärke von meinem Gesprochenen zu laut gemacht eben. Machen wir erstmal den Ofen ein, so. Also das ist, ich spreche zum Glück da nicht so viel, aber es ist doch etwas übersteuert, ne? Muss ich mal gucken, dass ich es jetzt hier nicht wieder so mache. Weil irgendwie ist allgemein die Aufnahmelautstärke bei mir irgendwie nicht so. Wieso das Gefühl? Wie viele Öfen sind jetzt frei? Die beiden, ne? Ja gut. Erstmal ein paar Öfen befeuert, so. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich noch rote Wolle habe. Eine Schere sollte ich auch lieber mitnehmen. Ich werde dann auch gleich nochmal kurz erklären, wie ich mir das hier oben gedacht habe, zumindest von den Decken und Böden her und sowas. Damit es da keine Missverständnisse gibt. Genau, das Wort habe ich gesucht. So. Und dann mal gucken. Eigentlich wäre ich mal dafür, dass ich bald wieder ein bisschen verzaubere. Ich liebe es zu verzaubern. Ist irgendwie wie Glücksspiel, ne? Na, ist es ja so gesehen auch, also, naja. Wolle habe ich da hinten. Ich brauche 9 rote Wolle erstmal. Wolle, Wolle. 3 haben wir, naja. Ist ja fast 9. Ich habe noch so viel orangene Wolle. Vielleicht sollte ich demnächst mal irgendwo noch mit orangener Wolle irgendwas auslegen. Habe ich noch gebrannte Steine? Nee, ich glaube nicht. Ob das reicht oder... Ah, mal gucken. Mal gucken, ob mein Inventarplatz so weit reicht. Das weiß ich noch nicht genau. Hier kriegt man ja das Doppelte wieder raus, ne? Ja. Ah, mal gucken. Mal gucken. Aber wir brauchen jetzt einiges für die Küche, ne? Doch, der Inventarplatz reicht sogar. Sogar lässig eigentlich. Oder fast lässig, naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt schönes Inventar damit voll geklatscht. Ich habe die Schere nicht mitgenommen. Mensch, wo bin ich wieder mit meinen Gedanken? Da ist die Schere. Bam. So, jetzt müssen wir noch die Schäfchen suchen und dann geht es weiter. Uiuiui. Jetzt habe ich auch gerade eine Idee, dass hier könnte so der Essenssaal sein und dann könnte das nach hier hinten so zur Decke hin wieder frei werden, dass man dann einen großen Saal hat quasi. Was man da machen kann, weiß ich auch noch nicht, aber... Irgendwie so muss ich ja immer schon ein bisschen das Häuschen planen, da war ein Rosas, genau. Das ist äußerst wichtig. Da hinten ist ein Weißes, aber ich habe jetzt keine Rosen dabei und bin zu faul, jetzt eine zu pflücken. Weil wegen Inventar umräumen und so, ne? Aber ich sollte was essen mal wieder. Gibt's eigentlich auch eine Schere mit Glück? Das ist mal interessant, oder? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Schon wieder dunkel, wa? Naja, was soll's. Jetzt sie so ungeschützt, wir haben ja immer irgendwo die Sicherheit in der Nähe. 12 rote Wolle, jawohl. So ist das doch schön. Packen wir die noch schnell hin, dann gehen wir gleich wieder pennen. Weil ich habe, ich meine, ich würde zwar gern Monster kloppen, aber ich habe eben echt keinen Bock auf Creeper. Vor allem da mein Spiel ja nicht immer einwandfrei läuft. Ich glaube, das hat man sogar beim Zeitraffer gemerkt, dass es ab und zu mal ein paar Ruckler gab. Ich meine, natürlich manchmal habe ich auch
kurz innegehalten, um zum Beispiel die Musik zu wechseln oder sowas. Ich habe nebenbei Musik gehört. Sonst wird es ja zu langweilig, wenn du nicht laberst und nicht Musik hörst. Was machst du denn dann, ne? Aber ja, ansonsten. Ja, ich habe keinen Bock auf die Creeper, dass sie mir irgendwas puttig machen. Absolut nicht. Ja, deshalb habe ich ja auch unten die Monsterfalle ein bisschen weiter gemacht. Letztes Mal. Jetzt muss ich da eigentlich nur noch das Kanalsystem machen, quasi. Und dann halt unten wollte ich ja noch so Pisten packen. Pistons. Dass ich halt einen Schalter aufmachen kann oder zu, wann die Monster dann halt runterfallen. Und das muss ich halt noch basteln. Das heißt, dafür brauche ich noch ganz viel Schleimbälle. So viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Was krieg ich denn mit Mobzeugs? Ich wollte... Doch, war doch richtig, genau. 13, naja, während ich die Wolle wegbringe, kann ich mal ganz nebenbei da gucken, wie viel... Genau 0. Gut, so viele Pistons habe ich also noch. Wolle. Da. Die Erde kann auch gleich wieder weg. Erde. Oh, jetzt kann ich ja nicht wieder durchlaufen. Mensch. Das hat mir gefehlt. Erdekiste, na gut. Bald voll ist ein bisschen übertrieben, aber... Sie füllt sich auf jeden Fall. Ich weiß noch, anfangs haben wir immer so ewig gebraucht, oder ewig Erde fahren müssen, damit wir überhaupt alles wieder aufschütten können. Jetzt haben wir schon wieder viel zu viel. So wie immer irgendwie, wa? Und ich schätze, wir müssen es auch bald einen neuen Amboss bauen, wo ich den gerade so gesehen habe. Weil ich mich erinnere, oder meine mich zu erinnern, dass der schon angeknackst war. Das hatte ich ja echt Rückstoß, ne? Rückstoß 2 sogar. Naja. Die leveln immer mit. Ja, geschenkt sind die, ne? Das Skelett brennt nicht. Schon wieder wegen der Rüstung, oder was? Mit einer verzauberten Hose, Mensch. Was soll denn das? Rückschuss beim Skelett ist natürlich nicht so optimal, wa? Es ist mehr Möglichkeit, auf dich zu schießen. Wenn es auch nur Lederrüstung ist, ich will die verzauberte Hose haben. Krieg ich zwar eh nicht, aber... Geht doch. So. Level 25, immerhin. Habe ich die Schere noch mit? Ja, gut. Dann nehme ich doch nochmal das Schaf mit. Wo ich jetzt doch die rote Wolle brauche ich noch für diesen Saal. Ah, scheiße, trotzdem Creeper da. Den nehme ich gleich mit, nachdem ich das Schaf hier geschoren habe. Sollte mir langsam echt mal einen Bogen verzaubern. Boah, so weit weg oder was? Es kann doch nicht sein, dass ich so weit weg bin. Ich will nicht noch weiter nach oben gucken. Geht doch. Ja, boah, jetzt treffe ich die Spinne, die viel weiter dahinter ist. Kann doch nicht... Warum ist die Spinne schon mit 2 Pfeilen tot und der nur mit 3? Ich dachte, die hätten immer so ein etwa das gleiche Leben. Naja. Machst du nichts, ne? So. Hier also weiter die Küche bis... Auf jeden Fall... Bis hier auslegen. Genau, so. Muss mal gucken, vielleicht will ich auch noch irgendwie eine Küchenzeile hier so dran setzen. Habe ich ja da schon mit dem Ofen angefangen, ne? Da muss ich halt alles noch gucken, wie das dann so wird. Da weiß man noch nicht genau. Ich zumindest noch nicht. Und wenn ich jetzt nicht weiß, wer soll es denn dann wissen? Ich meine, es ist ja immerhin hier gerade meine Welt, ne? Ist doch alles meins, hahaha. Alles meins. Ach, übrigens, ihr könnt mal wieder auf dem Kanal MSZ Gamers vorbeigucken. Da sollten demnächst mal wieder ein paar Videos mit mir kommen. Und zwar haben Mika und ich einerseits eine Adventure Map aufgenommen und andererseits sogar ein Survival Let's Play gestartet. Ich weiß immer noch nicht, wann er das dann hochlädt, weil er muss echt einiges rendern. Er hat schon ziemlich im Voraus aufgenommen. Und Mika ist sowieso der Spezi, der nicht so gerne rendert, sag ich mal. Na gut, ich meine, das macht sowieso kaum jemand so extrem gerne, ne? Oh, es geht ja gar nicht, dass wir schon bald wieder hier Clay sammeln müssen. Ist immer so heftig, wie schnell er weggeht. Genau, ich wollte mir ein paar Kessel bauen. Ich baue mir ein paar Öfen und ein paar Kessel, glaube ich. Kann ich hier wieder ein bisschen... rumexperimentieren, aber
Nein, ich wollte... So.